Jo Leute, da sind wir wieder bei Far vorne TV. Und wie versprochen geht's genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben mit Legend of the Tomb Raider. Wir verfolgen immer noch Senor Dominguez, der Anführer eines Syndikats ist, was sich Trinity nennt. Und wir versuchen rauszufinden, was die planen. Zwischendurch hat Lara auch diverse alte Aufzeichnungen gefunden über einen Berg mit der silbernen Krone, der wohl in Peru liegen soll. Wir sind gespannt, was auf uns zukommt, und ich würde sagen, wir starten einfach wieder rein. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Haben wir hier? Dickröhrling. Aha. Ein Schelm, der was anderes denkt. Pilz mit brauner Kappe und dickem Stamm. Verbessert die Ausdauer. Okay. Indiana Jones lässt grüßen, der Tempel des Todes. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. So, ich würde sagen, wir scouten hier erstmal rein. Ist erstmal nicht viel zu holen, doch hier vorne haben wir was. Okay, EP gibt das. Okay, wir können hier unsere alten Dialekte verbessern. Vielleicht können wir hier auch diverse alte Sprachen noch lernen und somit andere Rätsel entziffern. Wer weiß das? Gucken wir uns einfach mal alles hier an. Ach, die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Ja, die Mayas waren schon sehr dubiose Dudes. Alles klar, hier können wir mit so einem Pfeil was reißen. Bam! Was für Power hat. Das hätte ich kommen sehen müssen. Ja, das hätten wir auch kommen sehen müssen. Hier mit Kreis können wir hier Barrel Roll machen. Oder einfach nur ducken, aber da stand Rollen, okay. Naja. Okay, gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut hier. Was ist das hier? Okay, ich würde sagen, wir looten hier einmal durch und dann schauen wir uns um, dass es hier nicht alles zu holen gibt. Hier hat doch was geblinkt, oder nicht? Doch, definitiv. Okay, das gab auch ein bisschen Stuff. Was genau, können wir gleich mal im Überlebenshandbuch nachschauen. Was genau wir da gefunden haben. Ein paar Pilze für die gute Laune. Und noch mehr Pilze. Okay. Da unten kann man durchschwimmen, alles klar. Also sieht zumindest so aus. Können wir nochmal schauen, ob wir hier irgendwo hochkommen. Das sieht mir ehrlich gesagt nicht danach aus. Doppelsprung. Hey, die Wände sind offensichtlicher, wenn wir dann Doppelsprung dran machen können. Vielleicht hier nochmal kurz reingescoutet. Negativ. Na gut, dann gucken wir uns das mal an hier. Okay, X auftauchen, Kreis untertauchen, L2, R2 schneller schwimmen oder sogar L3, alles klar. Und dann wollen wir mal runter. Gucken wir uns erstmal hier die Unterwasserlandschaft an, sieht ja ganz nice aus. Bestimmt können wir hier auch noch was holen. Hier hinten gibt es ein paar Kräuter. Die nehmen wir mal mit. Gelbfarbiges Riedgras, welches unter Wasser gefunden wird, verbessert die Konzentration. Ob wir uns da... Oh. Luft! Luft! Ob wir uns da irgendwie noch Kräutermischungen oder so herstellen können? Man weiß es nicht.
So, das nehmen wir auch mit. Oh yeah. Moränen haben wir auch hier am Start. Die können einem locker auch mal einen Finger abbeißen. Da haben die gar kein Problem mit. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen schneller schwimmen hier, falls es gleich hier schwarz vor Augen wird. Okay, was ist das? Alles klar, Wasser. Ach, Wasser sag ich schon. Eine Stelle, wo wir ein bisschen Sauerstoff tanken können. Okay, let's go on. Weiter geht's. Böses Vieh. Oh shit, Lara. Oh shit, wir müssen hoch. Ja, genau. Ihr Glück, was sie auch immer hat. Komm Mädchen, zieh dich hoch. Oh shit. Komm, das schaffst du. Das war aber knapp hier. Puh, tschiesch. Erstmal durchatmen hier. Und dann looten wir natürlich weiter. Ich muss den Tempel finden. Wir haben jetzt ein Level abbekommen. Müssen wir gleich mal schauen, wie wir das einsetzen, beziehungsweise einen Fertigkeitspunkt. Hier geht's weiter. Was hängt hier vorne? Ist das irgendwie ein Sammelgegenstand? Sieht, glaube ich, nicht so aus. Geht's weiter hier? Hier sind schon Totenköpfe. Wow. Ah, sieh mal einer an. Oh shit. Jetzt nicht gerne reingelaufen. Okay, ich sehe schon, wir müssen ein bisschen vorsichtiger agieren. Okay, da geht's runter. Da geht's hoch. Ist da unten was oder erwartet uns da nur der Tod? Also abseilen können wir uns nicht von hier. Ach doch, können wir wohl. Dann schauen wir mal. Ich glaube, hier unten ist nur der Tod. Unser Scoutblick sagt uns auch nichts. Dann geht's hoch. Nice, da haben wir doch unsere Pyramide. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Richtig cool gemacht. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Alles klar, Trinity macht's hier wieder auf die pragmatische Art und Weise. Die sprengen sich einfach den Weg frei, während wir hier durch unterirdische Tunnel tauchen und fast verrecken. Aber sonst wären wir ja nicht Lara. Hey. Denk mal hier hin. Weiter, bis er vorbei ist. Jetzt hier hoch. Okay, soweit so gut. Soweit so gut. Hier haben wir ein paar Sachen. Was haben wir hier? Das können wir zerstören. Das können wir einsammeln. Hartholz für geräuschlose Pfeile und Waffen-Upgrades in Basislagern. Okay, Basislager. Waren wir jetzt noch nicht? Lara, wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Okay, was haben wir hier? Eine Mutter? Schraubenmutter eingesammelt. Ja, hier haben wir eine alte Lore und das können wir zerstören. Ah, es ist ja alles obvious hier. Ich muss irgendwie die Glocke anheben.
Ich muss einen Weg auf die andere Seite finden. Ich denke, hier auf diese Pyramide werden wir... Ah, hier oben liegt auch noch was. Das sollten wir nicht verpassen. Kommen wir denn da hin? So. Oh. Golderz. Verkaufen Sie Golderz an Händler. Golderz verkaufe ich immer gerne an Händler. So. Zap, zap. Das Ding auf. Das Ding runter. Gucken wir mal, was passiert jetzt hier. Alles klar. So, da kommen wir aber von hier nicht dran. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Wir müssen da oben hin. Nicht mal unbedingt zur Pyramide. Okay. Okay, das wird aber ein Drahtseilakt. Wir kommen hier rüber. Oh. Okay. No! Oh, zur Seite weggesprungen. Fail. Welch Fail? Da wollte sie irgendwie nicht nach oben springen. Das war natürlich überhaupt nicht meine Schuld. Kappa. So, das Ganze. So, hier haben wir die Leiche. Das wäre vielleicht fast schon wieder schief gegangen gerade. So, gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Was haben wir hier? Hier können wir uns den Seil anschießen. Da unten haben wir auch noch was. Ob wir wohl hier auf diesem Vorsprung langlaufen können? Ehrlich gesagt sieht es nicht danach aus. Wir probieren geht über Studieren, aber ich fürchte, wir werden hier in den Tod stürzen. Irgendwas ist da, aber vielleicht kommen wir da von der anderen Seite auch noch dran. Ah, cool, okay. So, erstmal hier rüber, würde ich sagen. Es gab jetzt 50 EP, allein, dass wir hier rüber geklettert sind. Ach. X, ach, das ist wieder nur ein Seil, alles klar. Okay, hier haben wir eine Falle. Nehmen wir was zum Looten. Und diese bösen Speere, die hier rauskommen. Kommen wir hier irgendwie runter? Können wir uns hier runterlassen? Vielleicht, ne? Vielleicht. So, runterlassen können wir uns tatsächlich jetzt. Wenn wir jetzt loslassen, uns hier einhaken. Es könnte funktionieren. Versuchen es einfach mal. Okay. Soweit so gut. Nur wo geht's jetzt hin für uns? Da unten müssen wir theoretisch hin. Wenn wir uns jetzt ans Seil hängen. Und diesen... Okay, vielleicht müssen wir ein bisschen weiter nach oben noch. Und uns dann hier einhängen. Das funktioniert, Leute. Ich weiß ja nicht. Wir kommen irgendwie nicht weit genug rüber hier. Wir sind vorhaben. Wir müssen hier unten hin. Wenn wir uns nach hinten abstoßen, ich denke, das wird auch nicht funktionieren. Hm.
Verdammt! Unnötig, ey. Okay, hier finden wir jetzt nochmal ein bisschen was, um unsere Sprache zu verbessern, dass es nicht so verkehrt ist. Wir müssen da unten hin und wir müssen uns da hin, definitiv. Und es wird irgendwie gehen. Es wird irgendwie möglich sein. Jetzt einfach hier ein. Oha, oha, oha. Wir gucken, dass wir uns hier rüber seilen. Da kommen wir vielleicht ein bisschen zu tief rein, wenn wir ehrlich sind. Jetzt von hier nach hinten wegspringen. Das geht leider nicht. Okay. Fail number two. Entweder ich übersehe da jetzt gerade was, oder das ist einfach nur die Stelle, wo wir hier auf der anderen Seite wieder hochkommen. Und dass wir eigentlich im Endeffekt von hier weiter müssten. Ja, sieh mal einer an, hier geht es nämlich auch runter. Jetzt kommt unser Enterhaken zum Vorschein. So, Leute. So, ich hoffe, sie schafft das, aber sieht ganz gut aus. Hepp! Sehr schön, das wollten wir doch. Ah, schau mal einer an, Forschertasche. Enthüllt Position von Krypta, Schatztruhen und Überlebensverstecken. Okay, das ist wohl die Map und jetzt können wir sehen, was wir noch nicht haben. Hier sind noch Truhen, Dokumente und noch ein weiteres Überlebensversteck. Alles klar. So, ganz cool. So, und hier geht es jetzt nämlich hoch wieder. Doppelsprung, festfallen und schon sind wir wieder oben. Gut, dann wäre das halt die Stelle hier gewesen, wo wir wieder hochkommen, aber das kann man ja nicht wissen. So, wir sind jetzt auf jeden Fall weiter auf dem Weg. Wollen wir hier keine Müdigkeit vortäuschen. Geht's weiter? Okay. Die Glockenplattform hängt fest. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Hier haben wir wieder eine Lore. Was haben wir hier? Okay, erstmal eine Chest, die wir mitnehmen. Stani, absolut gar keine Frage. Okay, hier können wir drehen. Mechanismus hinten dran. Alles klar, okay. Wir können die hier hochziehen. Und gegen das Hindernis fahren lassen. Hoffe ich. Passt das so, oder?
Okay, sie macht das hier fest, okay? Würde ich doch mal sagen, oder? Jo. Definitiv. Oh man, ich glaube, der ganze Spaß hier geht den Bach runter, jetzt früher oder später. Aber so kommen wir auf jeden Fall schon mal hier oben an die Leiter. So, hier unten noch was abzugreifen. Negativ. Okay, let's go. Hep. Oh, hep. Okay. Aber ich muss sagen, es ist richtig gut gemacht. Ich liebe diese Jump'n'Run-Einlagen und ein bisschen was haben sie sich einfallen lassen, auch wenn die Rätsel bis jetzt nicht die übelsten waren, aber... Wir sind ja auch erst hier Level 1. So, mal gucken. Was ist das hier? Im Vorsprung können wir hier dran springen? Anscheinend nicht. Ne, hier können wir nicht hangeln. Können wir hier hoch? Runterspringen würde ich nicht empfehlen. Ah, alles klar. Oh. Da muss man immer auf der Hut sein hier. Oh, Lara. Wo möchtest du hin? Ich denke mal hier runter, ne? Jonah. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet, die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami... Ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Interessant, glaube ich. Was habe ich getan? Scheiße! Jonah, geh weiter raus! Wir müssen erstmal hier raus, wie es aussieht. Nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell! Weil der ganze Bums uns hier auf dem Kopf zusammenbricht. Wir sind unterwegs. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir brauchen. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung.
hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay, wir verstecken uns erstmal hier. Krankenhausbewegung. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Okay, den messern wir. Oh. Sie holt sich den mit dem Eispick ran und dann wird gemessert. So, ich glaube, jetzt werden wir ein bisschen mehr Action bekommen, Leute. Das ist wieder ein guter Zeitpunkt, um hier den Cut zu machen und die nächste Folge anzusetzen. Also, wie immer, freut mich, dass ihr dabei wart. Stay tuned, bis zur nächsten Folge. Die Action wird weitergehen. Bis dann, peace.